Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sprechen heute einmal über die Funktion Rückkehr in Legend of Mushroom. Was meine ich eigentlich mit Rückkehr? Denn es gibt die Möglichkeit mittlerweile in Legend of Mushroom, nachdem man eine Weile lang AFK gewesen war oder nicht mehr da gespielt hat, inaktiv war, wieder zurückzukehren und somit großartige Belohnungen abzugreifen. Und um euch diese Rückkehrbelohnungen einmal zu präsentieren und euch eigentlich die Macht dahinter mal zu zeigen, wollte ich euch gern dieses Video präsentieren. Denn tatsächlich ist es sogar gut, mal eine Woche Abstand von allen Geräten zu haben, ein bisschen Pause zu haben. Und noch viel mehr lohnt sich das Ganze natürlich, wenn man danach umso stärker wiederkommt. Denn ich muss sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob man besser fährt, wenn man mal 8 Tage eben nicht online kommt. Denn das ist die Zeit, die man mindestens offline sein muss und sich in den Account nicht mehr einloggen darf. Oder ob man aktiv weiterspielen sollte, um eben besser zu sein. Und warum ich so denke, zeige ich euch jetzt. Gemeinsam gehen wir jetzt nämlich mal auf das Symbol hier unten drauf. Hier seht ihr zwei kleine Pilzchen, die miteinander spielen und einen Regenbogen im Hintergrund. So, und das ist quasi dieses Rückkehrmenü, dass ihr das auch mal gesehen habt. Denn das schaltet sich erst frei, nachdem ihr 8 Tage euch nicht in euren Account eingeloggt habt und dann wieder zurück seid. Und ihr seht schon selbst, dass wir direkt am ersten Tag hier begrüßt werden, sogar mit einem speziellen Profilbildrahmen für uns. Also selbst das lohnt sich schon. Und wenn ich mich richtig entsinne, braucht man für so einen speziellen Profilbildrahmen eigentlich immer den Platz 1, 2 oder 3 bei bestimmten Cash-Events. Und hier kriegt man das Ganze völlig for free. Und ihr seht auch schon, in den nächsten Tagen wird es nicht weniger, sondern im Gegenteil sogar mehr. Denn hier kriegen wir sogar einen limitierten Titel. Das heißt, wir sind sogar noch besonders und anders als andere, nur weil wir 8 Tage nicht gespielt haben. Also in meinen Augen lohnt sich das schon ziemlich stark. Und auch bei Tag 3, 4, 5, 6 und 7 werden wir hier mit reichlich Belohnungen ausgestattet. Aber tatsächlich ist das gar nicht das Relevante, warum ich das in Frage stelle, ob es vielleicht sogar besser ist, mal 8 Tage nicht zu spielen. Denn unten seht ihr jetzt natürlich noch ein paar mehr Optionen, die wir anklicken können. Nämlich zum einen die Aufgabe der Rückkehr, wo wir hier verschiedene Aufgaben abschließen müssen, nachdem wir wieder im Spiel sind, um diese Marken zu bekommen. Und diese Marken sind tatsächlich sehr viel wert, denn man bekommt pro Aufgabe 1200 dieser Marken. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, in dem Rückkehrladen, was man mit diesen Marken kaufen kann. Und hier seht ihr schon, dass man mit 1200 oder wie ich jetzt hier habe, 2400 Marken sehr viel anfangen kann. Denn die Preise in dem Laden sind auf jeden Fall sehr günstig und man bekommt hier auf jeden Fall eine Menge. Als gutes Beispiel einfach mal jetzt hier die Wunderlampen. Wenn ich mir jetzt einfach mal sage, okay, ich gebe jetzt die 2000 Lampen aus oder nur 1000 Lampen und kaufe mir 200 mal 100er Pakete, kann ich mir einfach mit Schlag an 20.000 Lampen kaufen. Und glaubt mir, das ist lediglich ein Prozentteil, vielleicht 1 oder 2% von dem, was ihr hier absahnen könnt. Denn ihr könnt natürlich jeden Tag eure Mission immer und immer wieder machen und das Ganze hochstaffeln. Das heißt, ihr könnt den gesamten Laden im Prinzip leer kaufen. Und wenn man mal ausrechnet, wie viel das ist, wenn man jetzt zum Beispiel die ganzen Schlüssel kauft, nämlich 30, dann hat man hier schon die nächsten 20.000 Lampen, die man sich erfarmen kann. Und das Ganze staffelt sich natürlich extrem hoch, wenn man bedenkt, dass es eben nicht nur bei Lampen so eine hohe Anzahl gibt, sondern auch bei den Tickets. Also ihr seht schon, hier gibt es 100 Tickets mal 10 zu kaufen. Also 1000 Pet-Tickets, 1000 Skill-Tickets, 1000 Beschleunigungstickets. Auf jeden Fall gibt es hier nicht zu wenig davon. Was ich eigentlich am krassesten finde, ist tatsächlich das Gold und diese Federmünzen. Weil man kann hier einfach diese goldenen, die göttlichen Federmünzen kaufen und das 10 mal 20 Stück. Das heißt, man kann 200 göttliche Federmünzen kaufen, obwohl man eigentlich 8 Tage lang nicht gespielt hat. In meinen Augen ist das ein bisschen zu overpowered, weil ich finde, Inaktivität sollte nicht belohnt werden. Andererseits kommen natürlich auch Spieler wieder, die das Spiel vielleicht lange nicht mehr gespielt haben und sogar schon damit abgeschlossen hatten. Aber auch dieser Rückkehrladen ist tatsächlich nicht alles. Denn ihr kriegt jetzt ein paar Vorzüge gegenüber den anderen Spielern, die immer aktiv waren. Klingt ein bisschen surreal, ist aber so. Unten habt ihr jetzt nämlich noch einen weiteren Pilz, wo steht zeitlich begrenztes Sonderangebot. Und wenn wir mal drauf gehen, sehen wir, dass wir hier bestimmte Pakete, die andere Spieler ja eigentlich viel mehr kosten, für uns aktuell für einen einzigen Euro oder mittlerweile ja aufgrund der Umrechnung vielleicht 70 oder 80 Cent nur noch kosten. Das heißt, die Monatskarte, die euch auch wirklich 30 Tage lang beglückt, zahlt ihr hier lediglich nur noch 70 oder 80 Cent statt 5 Euro. Allein dafür lohnt sich das in meinen Augen schon. Allein als Free-to-Play-Spieler würde ich jetzt persönlich schon sagen, lohnt sich das Ganze schon einfach mal 8 Tage lang nicht zu spielen, um dann für diese paar Cent hier an der Stelle halt so eine Monatskarte abzugreifen. Natürlich gibt es aber auch noch ein paar weitere Pakete, wo man hier sehen kann, dass man für relativ wenig Invest relativ viel kriegen kann. Und das finde ich in meinen Augen schon achtlich, denn tatsächlich kämpft man in Legend of Mushroom mehr um diese hohen Preise, die man halt nicht unbedingt haben möchte.
Aber auch das ist nicht alles. Jetzt könnt ihr tatsächlich sogar noch einem guten Freund auf eurem Server, der vielleicht stark geblieben ist und durchgezogen hat, einen kleinen Gefallen tun. Denn ihr könnt unten bei Geschenk für Bindung einen Code eingeben, der eben von eurem Freund unter einem Menü gefunden wird. Dazu geht ihr einfach oben links auf das Profil, auf Rückkehrempfehlung und dort findet euer Freund dann den Code, den ihr hier an der Stelle eingeben müsst. Dann erhält euer Freund eben 1000 Diamanten, 10 Kampfgeistkristalle und 5000 Ernteerzeugnisse. Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin macht ihm eine kleine Freude. Was ihr jetzt außerdem noch mit diesem Menü anstellen könnt, ist auf einem anderen Server zu starten. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, tatsächlich auf einem anderen Server zu starten und an der Stelle Belohnungen abzusahnen. Das Ganze muss aber ein geeigneter Server für euch sein und deswegen kann ich euch an der Stelle nicht genau sagen, was die Bedingungen dafür sind. Was ich aber cool finde, ist tatsächlich generell, dass es die Möglichkeit gibt, solche Spielmechaniken auch mal anzuwenden. Denn ich finde, das ist nicht nur eine gute Methode, alte Spieler zurückzugewinnen, sondern auch aktiven Spielern mal eine kleine Pause zu gönnen. Dass man wirklich sagt, okay, wenn ich mal Pause mache, dann richtig, nehme mal ein bisschen Abstand vom Spiel, brauche mal ein bisschen Zeit für mich und kann dann aber anfangen, ohne tatsächlich 100 Plätze in der Rangliste weiter nach hinten gefallen zu sein, weil ich das Ganze aufgrund dessen, was ich ja jetzt hier absahen kann, wieder aufholen kann. So viel also erstmal zu dem Thema Rückkehroptionen, dem neuen Feature und den dazugehörigen Belohnungen. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr über das Feature denkt, wie ihr das findet, ob ihr das unfair gegenüber den aktiven Spielern findet oder ob ihr auch, wie ich, der Meinung seid, dass das Ganze wirklich cool ist, um auch mal ein bisschen Abstand und Pause von dem Spiel zu bekommen. Ansonsten sehen wir uns natürlich wie immer im nächsten Video. Thank you.